22. Juni 1961. Können Sie mir sagen, was Ihre frühesten Erinnerungen an Rassismus sind? Du nimmst den Schläger und tust, was ich gehört. Ich kann das nicht. Das liegt dir im Blut. Hier gehörst du hin, junger Mann. Montgomery ist eine schöne Stadt. Sie hat auch hässliche Ecken hier und da. Bewegt eure schwarzen Ärsche hier raus! Ich bin ganz durchgelaufen, wurde nicht verletzt. Was meinst du damit? Sag es mir. Vielleicht könnte ich mich mit denjenigen über die Nigger-Sache unterhalten. Was zur Hölle tust du nur dort? Ich frage mich, ob Ihnen bewusst ist, wie viel Gift in dem Apfel steckt, in den Sie alle gebissen haben. Du weißt, dass es in dieser Bewegung um mehr geht als nur Stimmrechte. Wir wollen die Welt verändern. Dein ganzes Leben aufs Spiel setzen, alles nur wegen deiner Prinzipien? Ist das nicht, was sie tun? Aber eins kann ich dir versprechen. Ein paar dieser Jungs wollen dir wirklich viel tun. Glaub mir. Jetzt bereust du es, nach Montgomery gekommen zu sein, stimmt's? Und was passiert jetzt? Jetzt geht es weiter. Wir sind doch noch hier. Irgendwann ist eine Grenze erreicht. Du bleibst sofort stehen, hörst du? Sie bringen ihn um. Es wird die Zeit kommen. Da wird etwas sehr Schlimmes passieren. Dann müssen sie entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Sich nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung. Wir sind Ihnen diesbezüglich weit voraus. Solltest du nicht gewaltfrei handeln? Oh, damit kämpfe ich gerade, denn eigentlich will ich dich aus dem Auto zerren und verprügeln.